Bühne haben wir das Poetry Team, die beim nationalen Poetry Slam Dichterwettstreit, falls es keiner weiß, in Zürich nächste Woche antreten werden für Leipzig. Und jetzt hier auf der Bühne, unter einem tosenden Applaus auf die Bühne geholt, das Team Totale Zerstörung. Ja, wir sind das Team Totale Zerstörung. Wir treten so lange auf, bis uns jemand einen besseren Namen gibt. Und bis dahin heißt unser Text: Muss pissen. Wieder so eine Party, bei der es hieß: Bring mit, wen du magst, Bier ist da, aber hartes Zeug musst du selbst mitbringen. Naja, bist ja selbst ein Harter. Aber ich habe niemanden mitgebracht, auch nicht Jack oder Johnny, denn das Party-Motto Darkroom verunsicherte mich. Stattdessen trinke ich ein Bier, dann noch eins, dann wahllos jemandes Schnaps. Hey, wo ist mein Pfeffi? Dann noch eins, dann wieder Schnaps und lausche beiläufig Gesprächen, versuche also in Stimmung zu kommen, sinniere über die Welt und die anwesenden Leute und bin gerade wieder dabei, einen Kapitelknoten meines Lebens zu lösen und muss pissen. Eigentlich schon seit heute Morgen, aber ich bin nicht dazu gekommen. Mein guter Freund von mir hat mal gesagt: Pissen ist sicherlich kein schönes Wort, aber es illustriert den Vorgang am besten, zumindest bei Männern. Das gezielte Penetrieren von Luft mittels eines lang aufgestauten Strahls artikuliert den männlichen Expansionsdrang aufs Deutlichste, wenn es denn dazu kommt. An der Tür sehe ich den Gastgeber. Hallo. Er hält im linken Arm ein Mädchen, im rechten einen Typen, so als ob er sich noch nicht richtig entscheiden könnte, mit wem er sich jetzt in ein stilles Eckchen verziehen soll, denn beide sehen sich irgendwie ähnlich, beide haben schwarze Haare und sind irgendwie schräg in ihren pink und grau gestreiften Tanktops. An seiner Seite wirken sie wie Sexpagen eines verrückten Lords im Roman von Henry Miller, das sage ich Ihnen auch. Henry Miller? Habe ich da gerade Henry Miller gehört? Zur Erklärung, Henry Miller schreibt Bücher, in denen es darum geht, wie ein verwahrloster und nicht ganz erfolgreicher Schriftsteller, vor allem in Frankreich, damit beschäftigt ist, so viele Mösen wie möglich auszuhobeln, wie er selbst sagen würde. Ja, das mit den Mösen ist so die eine Sache. Aber wirklich toll ist doch, dass er 300 Seiten totalen Mist schreibt und plötzlich aus dem Nichts stehen da zwei Sätze, die vor Weisheit glänzen wie das Öl auf dem Körper eines olympischen Kämpfers. Naja, aber er ist schon auch ein Showy. Showy hin, Showy her. Ich lasse nichts auf Henry Miller kommen. Also rein gar nichts. Also Henry Miller ist einfach nur großartig, großartig. Ich geh pissen. To be continued, mein Lieber. Dass wir es nicht meinen Abend pissen gehen, heißt für mich hier in erster Linie Eskapismus. Und das ist kaum möglich. Bei solch verrückten Veranstaltungen findet die eigentliche Party um in der Kloschlange statt und die ist langsam, halt ich's nicht mehr. Konzentration, Krieger, was zählt, ist die Härte des Strahls. Ich gehe in den Nebenraum, dort zappelt ein dürres Mädchen völlig transzendental-pantheistisch über den viel zu großen Dancefloor. Sie sieht mich, kommt wirr grinsend auf mich zu und hält mich fest. Pass auf, wenn ich drauf bin auf Droge, dann möchte ich mich am liebsten auf eine Straße legen. Straßen sind wie Menschen, Straßen repräsentieren die komplette Gesellschaft wieder. Es gibt eine Masse von Straßen, jede hebt sich individuell von der anderen ab. Es gibt Straßen, die sind so kurvig, dass sie die italienischste aller Idealvorstellungen in den Schatten stellen. Links, rechts, konkav, konvex. Geh pissen. Wie Edgar Allan Poe sagen würde, geht es nicht um Gut oder Böse, sondern um die Intensität des Erlebten. Man muss ein Verlangen bis ins Unendliche steigern, bevor man der verlangten Sache habhaft werden kann. Ich treffe einen Mann in Schlüpfer, Netzhemd, der hält mich im Arm fest. Ey, hast du eine Ahnung, wo der Darkroom ist? Ich hab gedacht, das ist eine Darkroom-Party mit Sex und so. Ich hab keine Ahnung, aber dunkel ist es hier nicht, eher düster. Die sind ja alle angezogen. Was soll denn das? Wenn ich Bock auf Kinderschubsen hab, gehe ich auf den Rummel. Ich will jetzt hier ficken. Ich geh pissen. Mein natürliches Bedürfnis ist mittlerweile so stark, dass ich beginne, mich selbst von oben zu betrachten. Ich schwebe sozusagen über den Dingen, ein kleiner gelber Punkt in einer schwarzen Masse, der sich von dieser dadurch abhebt, dass er unglaublich diszipliniert seinem Körper verweigert, was ihm zusteht. Ich treffe ein Mädchen im roten Pullover, sie lächelt mich an, warum auch immer. Sie trägt Himbeer-Ohrringe und Sportleggings, wie sie eben alle tragen, wenn die Röhrenjeans mal wieder in der Kochwäsche sind. Ich gehe vorbei, sie lächelt immer noch, hält mich im Arm fest, immer dieses Festhalten, sie sagt: Hey, du hast einen roten Pullover an. Ja. Hast du Lust, bei einem Flashmob mitzumachen? Das wird ein Riesending. Wir sind mindestens schon 200 Leute. Und was soll das sein? Kennst du keinen Flashmob? Man macht irgendwas auf dem öffentlichen Platz, um die Leute mal so ein bisschen aus ihrem Trott rauszuholen und so. Du bist süß. Darum geht's da gar nicht gerade. Hast du dir mal überlegt, was man mit so einer Aktion erreichen kann? Es gibt Videos davon im Internet, wie ganz viele Leute einfach plötzlich umfallen oder einschlafen oder so. Und was machen wir? Na, du hast einen roten Pullover an. Ja. Pass auf, wir gehen auf den Markt und haben alle rote Pullover an und auf ein geheimes Zeichen hin ziehen wir den alle aus. Und dann? Das braucht man nie erklären, das ist ein Flashmob. Ich geh pissen, ich muss, es geht nicht anders. Jetzt gehe ich pissen, das heißt, ich versuche es. Denn natürlich sind alle Klos besetzt mit Leuten, die sich hier nur in den eigenen Darkroom machen oder fein säuberlich neben die sanitären Anlagen Stoff wechseln. Vor den Klos stehen die üblichen Leute, Leute, die man im trifft auf Partys, Amerikaner, die ihre coitus-affinen Gesprächspartnerin ständig versichern. Ja, wir in Amerika, wir sind einfach locker. Oder Franzosen.
Wir in Frankreich, wir sind einfach locker. Oder Erasmus Zwickauer. Bei uns in Sachsen, wir sind einfach locker, das ist klar, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Erasmus, was ist schon Erasmus? Das ist ein bloßes Akronym, einmal richtig außergewöhnlich sein. Multikulturelles Saufen. Erasmus muss, sagen sie dir heute, und dann erzählen sie dir, wie sie mit Alejandro, Pablo, Laura und Lucia in Barcelona genau den gleichen Kaffee wie überall getrunken haben. Völlig abgefahrenen Mochaccino mit Sojamilch, Karamell. Macadamia. Ja, ja, ausgefallenen Krallen von überfahrenen Katzenkindern. Und Schokoraspeln. Multikulturell ist das nicht wirklich. Doch erhebt es den Anspruch, es zu sein. Erasmus von Rotterdam war ein Arschloch. Nur weil der die ganze Zeit auf Achse war, muss man das doch nicht zwingend nachahmen. Da gab es doch noch keine Fashion Erasmus-Partys, wo man sich Zettelchen mit dem Herkunftsland Sachsen auf die freiliegenden Arschbäckchen klebt und auf die baldige Befummelung derselbigen radiert nicht lange warten muss, diese verdammte Bande. Dann gehe ich eben aufs Dach zum Pissen. Einfach die Leiter hoch und dann links. Haben sie gesagt. Wenn du nach rechts gehst, bist du das letzte Mal gegangen. Ich steige die Leiter nach oben. Und plötzlich aus dem Nichts stehen da zwei Sätze, die vor Weisheit glänzen, wie das Öl auf dem Körper eines olympischen Kämpfers. Nach links. Man muss sich distanzieren von all dem Dreck, den umgetretenen Bierflaschen, den ersten Kotzlachen in den Ecken. Das hier ist nicht mein Abend. Ich muss pissen. Wenn ich Bock auf Kinderschubsen habe, gehe ich auf den Rummel. Stufe für Stufe, die Luft wird kälter. Links, links, rechts, links. Es gibt Videos davon im Internet, wie ganz viele Leute einfach plötzlich umfallen oder einschlafen oder so. Ich nehme die letzte Stufe und schwinge mich aufs Dach. Rechts, links. Es gibt Straßen, die sind so kurvig, dass sie die italienischste aller Idealvorstellungen in den Schatten stellen. Links, rechts, konkav, konvex. Links oder rechts? Das gezielte Penetrieren von Luft mittels eines lang aufgestauten Strahls artikuliert den männlichen Expansionsdrang aufs Deutlichste. Rechts. Wenn es denn dazu kommt. Dankeschön. Also wir befinden uns jetzt hier im Café Schöne Aussichten. Ein